Altbaujuwel in Berlin für 1,35 Millionen Euro. Wanna see something unreal? Willkommen zurück zu einer neuen Roomtour von Unreal Estate. Heute befinden wir uns in Berlin-Kreuzberg. Wir haben einen typischen Altbau für euch, der 2019 renoviert worden ist, in Zusammenarbeit mit einem Architekten, einem Interiordesigner und einem kunstaffinen Eigentümer. Wie ihr sehen könnt, wir stehen gerade vor der Eingangstür. Hier gibt es ein bisschen Street Art, Graffiti, typisch Kreuzberg, Berlin. Ich bin wirklich gespannt auf die Tour, euch die Räume zu zeigen. Und lasst uns hochgehen. Auf geht's. Kommt rein in die Wohnung. Wir befinden uns jetzt hier gerade im Flur. Nochmal zu den Fakten. Das Haus wurde 1896 gebaut. Wie gesagt, 2019 renoviert. Zu den Key Facts. Die Wohnung hat 90 Quadratmeter, 3 Zimmer und ist gelistet für 1,35 Millionen Euro. Lasst uns starten. Zu meiner Linken das Wohnzimmer, zu meiner Rechten die Küche. Lasst uns in der Küche anfangen. Hier hinten haben wir eine Sonderanfertigung. Bambus-Jalousie. Hier oben ein wenig Stauraum, hier drüben noch eine Werkbank, ja, wo man hier, wie man hier sehen kann, ein bisschen Brot schneiden kann. Zu der Küche an sich. Wir haben eine Schweizer Granit-Arbeitsplatte. Ist ein sehr beliebter Stein, in dieser grünen Optik passend oder farblich abgestimmt zu den Armaturen. Ja, das sind gebürstete Messing-Armaturen, auch sehr, sehr hochwertig. Ein Gasherd, eine sehr geräumige Spüle. Und was ich oder mir persönlich sehr gut gefällt, sind diese Mosaik, also in Mosaik-Optik gefliesten Fliesen. Genau, Küche, hier drüben noch ein kleiner Ablageplatz, wie hier mit der Brille oder dem Schlüssel. Sehr stimmig. Von der Küche kommen wir über den Flur in das Wohnzimmer. Ich fange mal hier vorne an. Wir haben hier zu meiner Linken eine schön geräumige Sitzecke. Hier drüben auch ein sehr cooles Detail, diese Steckdosenhalter, die sie sehr schön versteckt haben. Mit Blick natürlich auf den Fernseher. Sideboard von USM Haller, auch eine sehr hochwertige Firma. Zeitlos, teuer, aber kauft man auch in der Regel eher once a lifetime. Gehen wir mal ein Stück rüber. Ach nee, ganz kurzer Punkt noch zum Parkett. Hier in der gesamten Wohnung sowie im Wohnzimmer ist Stabholzparkett verlegt. In dieser Vintage-Optik im Fischgrätenmuster gefällt mir persönlich sehr gut. Getrommelt, dreifach geölt, sehr gut gelungen. 3 Meter hohe Decken, traumhafter Stuck. Ja, Baujahr 1896, typischer Altbau. Gehen wir mal ein Stück rüber hier in den Essbereich. Manche Möbel sind auf Anfrage erhältlich, sowie diese Lampen hier, die von der tschechischen Glasmanufaktur Lasswit sind. Das sind sehr hochwertige Gegenstände, handgemacht bzw. mundgeblasen in dem Fall. Die Stühle von der deutschen Möbelmanufaktur Freifrau, auch ein sehr elegantes, zeitloses Design. Hier drüben nochmal ein USM Hallerregal und ein anliegender Balkon, auf dem wir jetzt mal rausgehen. Ich muss sagen, mir gefallen die Griffe sehr gut. Ja, hier hat man Wert aufs Detail gelegt, lassen sich sehr schön bedienen. Der Balkon ist jetzt nicht der größte, aber hier ist auf jeden Fall Platz für zwei Stühle und einen Tisch. Wir befinden uns nun mal in Kreuzberg. Kreuzberg ist ein belebter, junger, pulsierender Bezirk. Aber wir sind hier in der Nebenstraße, deswegen hat man es hier relativ ruhig. Und auch, ich weiß nicht, was für ein Baum das ist, aber auch schöne Bäume hier stehen. Ja. Gehen wir mal zurück in die Wohnung. Durch diese Schiebetür, hier ein sehr wichtiges Detail, diese Glaskacheln, die wurden extra so hergestellt, dass sie in so einer antiken Optik sind, damit man das Gefühl 20er Jahre wieder vermittelt bekommt. Kommen wir rein in das Schlafzimmer der Kontraste. Wir haben hier drüben ein weiteres Detail, nämlich diese gespachtelte Wand. Das ist keine Tapete, das hat ein Künstler gespachtelt in dieser schwarzen Optik. Eine riesen Sideboard-Armatur, auch wieder mit Messingfronten, diesmal in einer etwas anderen Optik. Genauso wie hier drüben wurde dieser Vorsprung hier auch schön versteckt durch diese Messing-Armaturen, die sich halt hier schön widerspiegeln. Und ich habe gesagt, Schlafzimmer der Kontraste, weil, schaut euch bitte mal diesen, ich mache hier mal die Tür zu, sieht noch cooler aus, diesen riesigen, maßgeschreinerten Einbauschrank an. Er ist teilweise beleuchtet, wir haben hier drüben eine Bibliothek, ist absolut Vollholz, weißes Vollholz und hier drüben auch noch genügend Platz für Kleider etc. Bevor ich es vergesse, die Lichtschalter sind von der Firma Lithos. Das ist eine belgische Schmiede, die sehr dafür bekannt ist, hochwertige Lichtschalter herzustellen. Weiter geht's.
Bevor ich euch das Bad zeige, was nach meiner Meinung das Highlight der Wohnung ist, zeige ich euch das zweite Schlafzimmer, wird hier momentan als Kinderzimmer genutzt. Man kann es natürlich auch als Büro nutzen. Das geht zum Hinterhof rauf, also hat man hier auch nachts seine Ruhe. Sowie hinter dir jetzt, Niklas, sind noch die gleichen Einbauschränke wie im Schlafzimmer. Also im großen Schlafzimmer verbaut auch Einbauschränke aus weißem Vollholz. An dieser Stelle möchte ich noch zwei Dinge zum Flur sagen. Einmal haben wir in der gesamten Wohnung Sonos-Lautsprecher unter dem Putz verlegt. Man kann sich hier mit seinem Handy verbinden und jeglichen Sound abspielen. Wir haben hier im Flur auch wieder wie auch beim Übergang vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer diese antiken Spiegel hier verbaut, die auch perfekt sind, wenn man sich fertig macht, die Fliege richtet und dann losgeht. Kommen wir nun ins Badezimmer. Ich mache bewusst die Tür zu und stelle mich nochmal hier hin, weil in diesem Badezimmer herrscht ein ganz anderer Vibe. Wir haben einen sehr düsteren, dunklen Vibe im Badezimmer, der aber einfach nicht, sag ich mal, negativ behaftet wirkt, sondern sehr positiv gemeint ist, weil es wirkt sehr, sehr edel hier. Wir haben extrem viele Details. Ich fange mal hier drüben an. Mahagoni-Toilettensitz, Mahagoni-Waschtisch, also Mahagoni-Holz-Waschtisch, zwei separate Waschbecken, auch Designer-Waschbecken und ein riesiger Spiegel, der hier mit diesen Paneelen aufgeteilt worden ist. Kommen wir zum Herzstück des Bades. Diese freistehende Kupferbadewanne von der Marke Devon und Devon mit dieser wunderschönen Armatur hier. Ich glaube, es ist so ein britischer Style. Die anderen Badprodukte hier in diesem Badezimmer sind von der Marke Drummonds, ist ein britischer Luxushersteller für Badprodukte. Zu guter Letzt möchte ich auf dieses Kunstwerk hier eingehen. Es ist nämlich nicht nur eine Tapete, es ist eine Seidentapete von der Marke De Gourvet. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Sie kommt aus China, wie gesagt aus Shanghai. Es ist eine Sonderanfertigung, handgemacht und wird auch nur auf Bestellung gefertigt. Zum Schluss unserer Tour möchte ich euch gerne auch noch was zur Lage der Wohnung sagen. Die Wohnung befindet sich im Kreuzberg, im Herzen Kreuzberg. Wie gesagt, was ich vorhin auf dem Balkon schon meinte, ist ein sehr pulsierender, belebter Bezirk. Wir befinden uns hier in so einer Kiezlage. Wir sind auch nach der Tour noch ein bisschen rumgelaufen. Blenden wir euch gleich ein als Clips. Hier gibt es viele Restaurants, Bars, Cafés, Parks und ja, viele einfach Möglichkeiten, den Tag zu verbringen. Und genau, an dieser Stelle möchte ich auch vielen lieben Dank an Veronika Krause von Sotheby's Immobilien sagen, die diese Tour hier möglich gemacht hat. Weitere Informationen findet ihr auch in der Beschreibung. Ihr könnt euch gerne bei ihr melden. Sie ist eine sehr kompetente und professionelle Maklerin. Und auch ein großes Lob an das Designteam von dieser Wohnung, die einen unglaublichen Job geleistet haben. Mir hat die Tour sehr gut gefallen. Ich hoffe euch auch und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Wanna see something unreal?